Mag kommen, was will. Auf den Landbriefträger von Wangen im Allgäu ist Verlass. 1959 wird die Post noch pünktlich zugestellt. Ja, so mache ich jeden Tag meine Runde. Die Strecke beträgt 26 Kilometer. Bei jedem Wind und Wetter muss ich raus. Aber trotzdem bin ich sehr gerne bei der Deutschen Bundespost. Und dann wieder weiter, ja? Da haben es die Kollegen von der Bundesbahn wesentlich schwerer, um voranzukommen. Nicht nur der Gleiskörper bedarf dringend einer Überholung, auch mehrere Brücken müssten repariert werden. Doch die größten Feinde der Deutschen Bahn sind schon damals die Kundschaft und das Wetter. 1968 erläutert Bahnrat Adolf Linke die Gründe für Zugausfälle im Raum Stuttgart. Ja, Ursachen sind die Schneefälle, die eigentlich am Sonntag früh sehr heftig und in einer sehr eigenartigen Form angefangen haben. Nein, das ist kein Notquartier für gestrandete Bahnreisende. Inmitten einer herrlichen Landschaft liegt Obertal im Schwarzwald in 700 Meter Höhe. Seit Weihnachten campen sie dort. Die Teilnehmer am 3. südwestdeutschen Wintercamping. Diese Kinder wohnen in einem kleinen Dorf im nördlichen Landesteil von Baden-Württemberg, in Badisch-Sibirien. Sind sie dümmer als die anderen Kinder des Landes? Ich muss jetzt zu den Kleinen. Ihr arbeitet jetzt selbstständig. Besonders schwer hatten es die Mädchen. Hier eine Bauernfamilie mit 9 Kindern. Frau Stahl, Sie haben Ihre Clara vor 5 Jahren in die Mittelschule nach Krautheim geschickt. Warum? Weil der Lehrer keine Ruhe gegeben hat. Ich möchte gern weiterlernen, das Abitur machen und dann vielleicht lehren. Aber wenn's schneit, muss erst mal geräumt werden. Im schwäbischen Landesteil ist Kehrwoche integraler Bestandteil des Bildungsprogramms. Es war sehr voll und dann haben wir halt da vorne frei machen müssen und dahinter auch. Außerdem herrscht im Winter Räumpflicht. Und Sie sind damit einverstanden? Ja, also es bleibt nichts anderes übrig. Wir Schwaben sind nichts anderes gewöhnt. Wir müssen es ja von der Stadt aus, gell? Das ist ja Vorschrift. Vertrauen ist gut, Kontrolle ist besser. Auch in der Stuttgarter Wilhelma. Immer im Winter wird der Tierbestand gezählt. 27 Flamingos. Na, sagen wir mal 30. 1, 2, 3, 4 Zebras. Und ein Seelöwe und ein paar tote Fische bei der Zooinventur. Fehlt da nicht ein Lama? Nein, das gehört nicht der Wilhelma, sondern dem Wanderzirkus William. Der hat sein Winterquartier irgendwo auf der Schwäbischen Alb aufgeschlagen und hält sich 1964 mit Freiluftvorstellungen über Wasser. Ein Zirkus ganz anderer Art macht 1969 Station in Schorndorf. Die Blödeltruppe Insterburg und Co. mit Frontmann Karl Dall. Die Rosen, die man nicht mehr sieht. Wer hat sie gesandt? Ihr Name blieb ungenannt. Doch verbot sie Milke Brandt. Ganz schön mutig, die Fernsehmacher von damals. Bei minus 10 Grad. Freibad-Feeling. Die Thermalbäder in Baden-Württemberg sind winterfest. Was man von den Fußballplätzen nicht immer behaupten kann. Das Vorspiel bestritten die Männer vom Technischen Hilfswerk gegen Väterchen Frost. Denn in Ulm, um Ulm und um Ulm herum lag der Schnee fast 30 cm hoch. Da zittert sogar der VfB Stuttgart und bekommt von Ulm eins auf die Mütze. Aber dann, 3 Minuten vor Schluss, nahm das Schicksal seinen Lauf.
2:1 für die Ulmer. Und damit sind bei aller Anerkennung des Stuttgarter Kampfgeistes die Bundesliga-Hoffnungen des VfB auf ein Minimum gesunken. Sportlich ins Rutschen kommt man damals auch auf dem Stuttgarter Killesberg beim internationalen Querfeldeinrennen. Radfahrer laufen mit ihrem Fahrrad, manchmal sitzen sie auch drauf. Peter Frischknecht, der Sieger, und Karl Stehle, der deutsche Meister. Das Ganze kann man auch mit einem Motorrad versuchen. Das nennt sich dann Trial und findet hier in Wiesloch-Schatthausen statt. Gedenken wir weiter der winterlichen Motorsporthelden. Denn wenn ein Motorradfahrer einen Skifahrer am Seil schleppt, heißt das Skijöring. Mit Autos kann man das auch machen. Solange nicht die Polizei eingreift. Der viele Schnee der letzten Tage hatte für 140 baden-württembergische Polizeibeamte zwei Seiten. Die eine Seite war die rein dienstliche mit ihren täglichen Einsätzen. Die andere Seite aber war sportlich bei den Polizeiskilauf-Landesmeisterschaften 1963. Spannende Szenen gab es beim Skistreifenlauf. 8 Vierermannschaften wurden heute Vormittag am Fuße des Seebuck auf die 20 Kilometer lange, sehr schwierige Strecke geschickt. Bedingung für die Teilnehmer war, der Anzug musste beim Start und beim Zieleinlauf vollständig sein. Die Mütze durfte nicht abgesetzt werden. Rufer, fertig! Nein, das war kein Diensthund, sondern ein wildernder Schäferhund, der von sportlichen Jägern zur Strecke gebracht wurde. Sie üben, um ihren jungen Jagdhund Lumpi auf künftige Aufgaben vorzubereiten und den Fuchs aus seinem Bau zu locken. Jetzt macht Lumpi einen Fehler. Ein guter Jagdhund darf die Beute nie annehmen. Und es kann jedem passieren, dass er nach großen Leistungen in den Sack gesteckt wird. Wir wissen nicht, was sie mit Lumpi gemacht haben. Aber andernorts im Schwarzwald machen sie Jagd auf Touristen. Top-Event ist 1960 der Flugtag auf dem zugefrorenen Titisee. Es finden Geschicklichkeitswettbewerbe für Hubschrauberpiloten statt. Mit dem Fass, das zum Ziel gerollt werden konnte, um damit die Beweglichkeit dieser Fluginstrumente zu zeigen. Da betreiben wir doch lieber bewährte Wintersportarten. Schade, dass in Baden-Württemberg die Skigebiete so ungerecht verteilt sind. Deshalb legt sich die Gemeinde Siedelsbrunn im Odenwald 1964 die erste Schneekanone zu. Doch die Odenwälder Kunstschneekonkurrenz kontert man im Schwarzwald eiskalt mit Skifahren unter Flutlicht aus. Alt und jung, bürobesessene Großstadtmenschen, die nach Geschäftsschluss ihre rauchergeschädigten Lungen und Kniescheibenschaden bedrohten Gliedmaßen dem Allheilmittel Natur aussetzen. Und wenn mal ein milder Winter keinen Schnee beschert, dann greift man auf den neuen Ganzjahresski von Oskar Rösch aus Pforzheim zurück. Genau dieselbe Technik wie beim Normalski, nur die Beinarbeit ist etwas anders. Bremse ziehen, stopp, wie beim Fahrrad. Wir haben es schon immer geahnt. Der baden-württembergische Erfindergeist ist unabhängig von Witterung und Jahreszeit. Winter in Baden-Württemberg kann ganz schön behämmert sein. Aber wenn man bei Eiseskälte tauchen will, dann findet man auch einen Weg in den Baggersee. Was Pinguine lieben, schätzen auch die Männer von der Tauchsportgruppe Ahlen. Ja,
Wir trainieren unter möglichst extremen Bedingungen, um im Ernstfall jeder auftretenden Gefahr begegnen zu können. Denn damals weiß man nie, wann der Russe kommt. Nein, das ist nicht Stalingrad 1943, sondern Münsingen 1963. Truppenübung bei minus 15 Grad. Mehrere Bundeswehrsoldaten bleiben mit erfrorenen Zehen auf der Strecke. Als ich zurückkam und meine Knobelbecher auszog, da spürte ich, dass die Füße ganz kalt waren und sie waren ganz steif gefroren. Und die linke Zehenpartie war etwa ein 2 mm dicke Eisschicht gefroren, die sich noch an den Füßen befand. Verantwortlich für das Manöver mit dem Namen Eiszapfen ist Brigadekommandeur Oberstleutnant Pestke. Ich bin davon überzeugt, dass wir eine sehr gute Ausrüstung haben. Wenn ich sie etwa mit dem vergleiche, was wir 1941 in Russland gehabt haben, dann kann man sie nur als vorzüglich bezeichnen. Hätte man die Übung nicht verschieben können angesichts der Kälte und des hohen Schnees, der auf der Schwäbischen Alb in diesen Tagen lag? Wir müssen unsere Truppe dazu erziehen und ausbilden, dass sie unter allen Bedingungen zu kämpfen in der Lage ist. Wie gut, dass es wenigstens für die Damen weicheres und wärmeres Schuhwerk für den Winter gibt. Von der Modenschau auf den Mannheimer Planken direkt auf die Piste. Immer mehr Menschen träumen vom Skiurlaub. Was erhoffen Sie sich vom Skifahren? Naja, eine gute Freizeitgestaltung, nicht? Erholung und vor allem Geselligkeit und die Gesellschaft mit anderen jungen Leuten. Ein bisschen Vergnügen oder Freude, oder was man sich da halt verspricht. Wenn nicht im Hochgebirge, dann auf der Schwäbischen Alb oder im baden-württembergischen Schwarzwald. Liftbesitzer müsste man sein. Sonntags haben wir vor allem aus dem Stuttgarter Raum und auch aus der Ulmer Gegend so 1500 bis 2000 Skifahrer da, die mit Skischulen und auch mit Personenwagen einzeln anreisen. Corona ist noch ein Fremdwort. Und auch ohne Pandemie sind die Parkplätze im Schwarzwald immer dicht. Und darüber hörte ich Polizeikommissar Stader aus Neustadt. Wir haben an schönen Sonntagen und Feiertagen hier oben auf dem Feldberg etwa 3000 Fahrzeuge. Nicht jeder Baden-Württemberger kommt mit Brettern an den Beinen zur Welt. Deshalb beginnt und endet so manche alpine Skihoffnung bereits am Feldberg. Warum haben Sie Skifahren gelernt? Erstens, weil ich diesen Winter in Skiurlaub gehen will, und zweitens, weil wir so einen hübschen Skilehrer haben. Und wedeln kann er auch. Doch wer später beim Après-Ski im Schwarzwald abräumen will, strengt sich umso mehr an. Sie stehen heute zum ersten Mal auf den Ski. Ja, ich bin heute zum ersten Mal auf den Ski. Ich bin allerdings kein Skihasel mehr, schon mehr ein Skirammler. In der Saison 1964-65 gab es über 10-mal so viel Skisportverletzungen wie 1950. Auf dem Feldberg im Schwarzwald ist die Bergwachtstation jetzt in dieser Zeit täglich besetzt. Pro Tag leisten die Männer 60 bis 80 Mal Hilfe. Ohne Handy und Sprechfunk. Die Bergwacht kennt ihre Pappenheimer. Die Salonskiläufer sind ja diejenigen, die uns die meisten Unfälle verursachen. Genau deshalb bietet der Turnerbund Stuttgart im Skiwinter Freizeitsport für Flachlandtiroler an. Das hält gesund und schont die Knochen. Ja, das ist Heidelberg. Der Neckar ist im Winter 1963 zugefroren. Eislaufen bekommt eine ganz neue Bedeutung, wird zur touristischen Attraktion. Aber bitte warm anziehen. Von Januar bis März herrschen 90 Tage lang Frost.
da hilft nur noch Beten. Bei der Prozession auf dem vereisten Bodensee. So schön es ist, übers Wasser zu wandeln, der Winter 1963 beschert den Menschen in Baden-Württemberg eine Fülle von Problemen. Alte Leute trauen sich nicht mehr auf die Straße. In Stuttgart organisieren Wohlfahrtsverbände deshalb freiwillige Nachbarschaftshilfe. Ein besonders strenger Winter ist das Jahr. Und da habe ich mich also bereit erklärt, es war für mich Selbstverständlichkeit, da zu helfen. Guten Tag, wie geht's denn euch? Und Emma Maurer kümmert sich als Ersatzoma gerne um die Nachbarskinder. Ich bin nämlich der Herr Bahnhofsvorstand, schau. Gell? Wenn die von der Schule zurückkommen, soll auch jemand da sein. Und das ist gerade das Nette, dass die Mutter beruhigt weggehen kann. Und das werde ich immer tun. Nicht nur soziale Wärme ist wichtig. Die Vorräte an Kohle, Briketts und Heizöl schwinden und können nicht mehr per Schiff transportiert werden. Denn auch der Rhein bei Mannheim ist vereist. Notfallpläne laufen an. 250.000 Liter Heizöl brachten in den vergangenen 24 Stunden Transporteinheiten der 1. französischen Armee nach Baden-Baden. Krankenhäuser, Sanatorien und auch das Finanzamt wurden versorgt. Größere Mengen erhielt auch die Zentrale des Südwestfunks, die einen Tagesbedarf von rund 10.000 Litern hat. Die Männer der französischen Transportkommandos sind seit Sonntag fast ununterbrochen unterwegs. Sie holen Öl aus Duisburg für Heilbronn und aus Gelsenkirchen für den Schwarzwald. Jetzt versorgen sie von einer Karlsruher Raffinerie aus die Gebiete Rastatt, Bühl und Baden-Baden. Derweil kollabieren in Stuttgart Tag für Tag Hunderte von Gasheizungen. Ich gebe Ihnen eine Gasheizungsstörung durch. Jawohl. Der Einzelofen muss nachgesehen werden. Einzelofen nachsehen. Bei Herrn von Ehrenstein. Bei Herrn von Ehrenstein. Lugestraße 38. Solche Notrufe häuften sich in den letzten Wochen. Das Telefon des Bereitschaftsdienstes der Technischen Werke Stuttgart war stundenweise blockiert. Was ist denn da kaputt dran eigentlich? Hier ist nur die Zündflammendüse verstopft. Ein falscher Handgriff kann lebensgefährlich sein. Gasunglücke der letzten Zeit in Köln zum Beispiel mahnen zur Vorsicht. Bei minus 22 Grad bricht in Schramberg die Wasserversorgung zusammen. Achtung, Achtung, hier spricht die Polizei. Die Wassernot hat sich verschärft. Jeden Tag fährt ein Tankwagen der Feuerwehr zu dem am stärksten betroffenen Bergvorort Sulgen. Er wird mit Ungeduld erwartet. Eimerweise wird das Wasser ausgegeben. Gerade genug für die wichtigsten Dinge. Auto und Kleiderwäsche, Baden und Duschen sind verboten. Die Polizei mahnt zur größten Sparsamkeit. Ständig werden Kontrollen durchgeführt. Jeder Tropfen ist kostbar geworden. Das Bier fließt. Aber Schramberg braucht Wasser, um zu leben. Auf der Schwäbischen Alb fallen die Vögel tot von den Bäumen. Förster schaffen Futter für Wildtiere herbei. Auch der Mensch leidet. Im Winter 1963 verlieren bundesweit 400.000 Saisonarbeiter ihre Beschäftigung. Unser Betrieb liegt seit 12. Januar still, da der Fluss die Würm total eingefroren ist. Betroffen ist vor allem die Bauwirtschaft, wie dieser Holzverarbeitungsbetrieb bei Nagold. Alle sehnen sich damals nach dem Frühling. Wohl nur als Kind konnte man sich über diesen Winter 1963 freuen. Stuttgart. Zwischen Hängen und Würgen. Der Winter setzt der Automobilmetropole zu. Schneematsch, Glatteis, spiegelblanke Fahrbahnen. Das sind die typischen Merkmale des Straßenverkehrs in diesen Tagen. Die meisten Kraftfahrer lassen äußerste Vorsicht walten.
Nur die Fußgänger sind eine große Gefahr, findet SDR-Autoexperte Richard von Frankenberg. Das heißt, dass Sie vorsichtiger sein sollen, Sie als Fußgänger nicht so knapp vor den Autos über die Straße laufen. Bitte wahren auch Sie einen Sicherheitsabstand. Fußgänger sollen beim Überqueren der Straße vorsichtiger sein und den Zebrastreifen benutzen. Wozu ist der denn da? Stattdessen sieht man unsere Fußgänger und Fußgängerinnen kreuz und quer über die Straße laufen. Der routinierte Fahrer sieht hier sofort, in der Mitte der rechten Fahrbahn befindet sich noch ein Eisstreifen. Wehe dem, der da in die rutschige Mitte kommt. Wie auf einer Eisbahn ist das. Überleben ist damals Glückssache. Getrauert wird auch um das Heiligsblechle. Die Bilanz der Neujahrsnacht 1961 in Stuttgart zieht Walter Mechtel. Fast 400 Menschen, die sich beim Glatteis dieser Nacht in Gefahr gebracht haben. Hier zum Beispiel sehen Sie einen relativ harmlosen Schaden. 300 Mark, 1100 Mark, immerhin 650 Mark, Kostenpunkt 1000 Mark, 2500 Mark, Dach kaputt, Türen kaputt. Zur Schadensbegrenzung wird in Stuttgart 1963 statt Leitplanken ein Fangzaun montiert. Erfunden von Professor Alfred Slibar aus Wien. Wie hoch war Ihre Endgeschwindigkeit, Herr Professor? Ich bin jetzt mit 70 km je Stunde und in einem extremen Schleudervorgang in den Zaun hineingefahren. Ich muss sagen, ich bin noch sehr positiv überrascht von dem, was ich mir selbst mechanisch erwartet habe. Aber gegen Eisglätte und Schnee auf den Straßen hilft auch kein Slibar-Zaun. In Furtwangen kaut 1958 eine Spielwarenfabrik die Zufahrtsstraße mit heißem Wasser in einem unterirdischen Rohrleitungssystem auf. Doch ganz Baden-Württemberg unterirdisch zu verrohren, wäre ein Jahrtausendprojekt. Wie wäre es da, im Winter einfach mal vorsichtiger zu fahren, fragt SDR-Reporter Gerd H. Pelletier im Jahr 1963. In diesen Tagen ist in unserem Lande eine neue Straßenverkehrsordnung im Gespräch. Es geht darum um Begriffe wie defensives Fahren und mehr Rücksichtnahme auf den anderen Verkehrsteilnehmer. Auf einer Strecke, die selbst im Sommer bei freier Straße nicht mit mehr als 100 Kilometern Geschwindigkeit befahren werden darf, diese Szenen. Sie bedürfen keines Kommentars. Weshalb schon damals viele Kommunen durch konsequente Vernachlässigung des Straßenerhalts für flächendeckende Tempolimits sorgen. Man kann nichts machen, das ist jedes Jahr so im Winter, gell? Fürchterlich. Ja, das ist manchmal ganz schlecht. Irgendwann müssen wir imstande sein, das in Ordnung zu halten. Im Winter mal richtig auf die Tube drücken. Das geht Ende der 60er Jahre nur am Hockenheimring. Das Barometer bewegte sich um den Gefrierpunkt. Natürlich mussten die Fahrzeuge für diese Temperaturen besonders vorbereitet werden. Ein Fahrer erklärte uns. Übrigens müssen wir hinten diesen Gebläsekasten abdecken, damit diese Warmluft im Motorenraum bleibt, damit der Wagen überhaupt warm wird. Je wärmer das Gebläse, desto heißer wird geblasen. Falsche Reifenwahl im Winter ist gefährlich. Zur Not sollte man Schneeketten parat haben, weiß SWF-Reporterin Cornelia Krüpe. Als Autofahrer sind Sie sicher orientiert über die schlechten Straßenverhältnisse. Es gibt nur noch ganz, ganz wenige Höhenstraßen, die ohne Winterreifen und Schneeketten zu befahren sind. Doch wenn selbst Schneeketten nicht mehr weiterhelfen, dann ist es in Baden-Württemberg höchste Eisenbahn, um vom Automobil auf wintertaugliche Verkehrsmittel umzusteigen.